Ach Leute, könnt ihr euch noch an mein Video 11 Dinge, die sich 2021 ändern werden, erinnern? Video nicht verfügbar. Dieses Video umfasst Inhalte von Funk, von ARD und ZDF. Dieser Partner hat das Video aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt. Da habe ich nämlich auf Mr. Wissen2Go reagiert, aber wissenswert. Zum Glück ist auch Wissen drin, hat uns immerhin 8 Dinge präsentiert. 8 Dinge, die dieses Jahr noch passieren. Müssen wir zwar 3 einsparen, aber hey, so ist das Leben nun mal. Haben wir immerhin 8 Dinge hier, wenn ich die 11 von ZDF und ARD nicht darf. Die 8 nehmen wir mit. Apropos mitnehmen, Leute, nehmt doch auch gerne mal ein Abo oder eine Glocke oder ein Like mit. Oh nee, lasst lieber hier. Ach egal, Leute, egal. Komm, wir kommen zum Video. Let's go. Was war 2020 nur für ein Ritt? Die Welt wurde... Stimmt, das war krass, wo sie diese Blume hat fallen lassen. ...einer Jahrhundertkrise heimgesucht. Fast überall herrschte Ausnahmezustand und der war... Kann ich nur mal kurz erwähnen, dass jeder Mensch, der Klopapier in keine Ahnung was für riesigen Mengen gelagert hat, ein echter Larry ist. Wahrscheinlich umstrittenste US-Präsident aller Zeiten wurde abgewählt. Aber auch wenn 2020 schon eine wahre Achterbahnfahrt war, werden wir uns auch dieses Jahr auf einige Überraschungen gefasst. Leute, guckt euch einfach mal bitte an, wie die aussehen. Da muss man einfach lachen, auch wenn es eigentlich nicht lustig ist. Was machen müssen. Daher präsentieren wir euch heute 8 erstaunliche Dinge, die noch dieses Jahr passieren werden. Es mysteriös. Wird aber nicht nur um politische Richtungswechsel und gravierende Entscheidungen gehen, sondern auch um gigantischen technischen Fortschritt und sogar Entwicklungen, die die gesamte Unterhaltungsindustrie maßgeblich verändern werden. Es wird also spannend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir auf der Nummer 8 mit einem Mann, der zwar an politischem Einfluss verlieren wird, der aber dennoch für dieses Jahr einen nahezu unglaublichen Plan hat. Okay, ich dachte, sein einziger Plan wäre, aus Amerika zu verschwinden und zu hoffen, dass man nicht mehr für alles verklagt wird, was man jemals falsch gemacht hat. Die Rede ist von Donald Trump. Nachdem der noch amtierende Präsident im November 2020 abgewählt wurde und eine herbe Niederlage gegen seinen Gegner Joe Biden einfuhr... Gut, herbe Niederlage klingt so, als ob es deutlich klarer war, als es letztendlich war. ...der sich mittlerweile wohl halbwegs mit der verlorenen Wahl abgefunden. Wenn Trump also am 20. Januar das Weiße Haus verlässt und Biden offiziell vereidigt wird, wird es einige politische Neuerungen geben. So hat Biden nicht nur angekündigt, in das Pariser Klimaabkommen zurückzukehren, er möchte außerdem den Mindestlohn auf $15 die Stunde erhöhen und für mehr Gleichberechtigung sorgen. Ja, hoffen wir mal, dass es alles klappt, das sind alles gute Sachen. Allerdings will auch Trump nach seiner Amtszeit nicht untätig rumsitzen, sondern nach wie vor das Rampenlicht suchen. So soll der Präsident zwischenzeitlich den Plan gehabt haben, den amerikanischen Fernsehsender Newsmax zu kaufen und sogar in Trump TV umzubenennen. Zwar und da sind dann richtige News, da sind dann keine Fake News mehr, da laufen nur richtige News. Genauso wie auf seinem Twitter-Account. Wollen wir mal schnell nachgucken? Ach nee, warte, der ist ja gelöscht. Teilte der aktuelle Chef des Senders Trump vorerst eine Abfuhr, bot ihm stattdessen aber an, seine eigene wöchentliche Show zu bekommen, in der Trump sich über politische Themen äußern und als eine Art Moderator eine weitere Karriere beginnen kann. Es ist also sehr gut möglich, dass Donald Trump bald als Host einer politischen Talkshow in Erscheinung treten wird, wenn nicht sogar als Medienmogul. Die 10. Karriere. Einmal die 10. Karriere, bitte. Dankeschön. Als nächstes kommen wir zu einem Ereignis, das wie keines zuvor die komplette Filmindustrie von Grund auf verändern könnte. Er sagt es immer so gut, man will es unbedingt wissen, was kommt und ihr wollt es auch wissen und ich drücke trotzdem auf Pause. Es geht dabei nämlich um einen spektakulären Filmdreh, der komplett im Weltall stattfinden soll. Lol. Für dieses auf den ersten Blick wahnwitzige Projekt haben sich unter anderem Tom Cruise und Elon Musk zusammengetan, dem neben Tesla auch das Raumfahrtunternehmen SpaceX gehört. Für Oktober 2021 plant SpaceX nämlich eine bemannte Raketenmission zur ISS, bei der unter anderem mehrere Menschen mitfliegen dürfen, die keine Astronauten sind. Okay. Laut einigen Medienberichten soll es sich dabei um Tom Cruise, den amerikanischen Regisseur Doug Liman und einen Kameramann handeln. Zu dritt wollen... Das ist halt echt krass. Das finde ich echt, also mutig, sage ich jetzt mal. Sehr, sehr mutig. Sie dann im Weltall mehrere Szenen für einen noch unbekannten Film drehen. Zwar hielten viele diese Meldung für ein Gerücht, allerdings hat mittlerweile sogar die NASA bestätigt, dass Tom Cruise sich im Oktober auf der ISS aufhalten wird. Außerdem investierte das große Filmstudio Universal bereits über $200 Millionen in das Projekt, um so Teil einer bahnbrechenden Entwicklung zu sein. Es kann also sein, dass wir bald den ersten richtigen Weltraumfilm sehen werden. Krass, denn Nummer 6 kommen wir zu zwei großen Sportereignissen, die eigentlich gar nicht für dieses Jahr geplant waren. Die EM? Ursprünglich sollten nämlich... Ach stimmt,
Olympia und die EM, tschüss. Da kann man sich ja wieder einiges an Sport reinziehen. War mit Dart eigentlich olympisch? Man weiß es nicht. Die Olympischen Spiele in Tokio als auch die Fußball-Europameisterschaft schon 2020 stattfinden. Da aufgrund der aktuellen Situation allerdings keine Zuschauer bei diesen Mega-Events erlaubt gewesen wären, haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, die Turniere um ein Jahr zu verschieben. Aus sportlicher Sicht erwarten uns dann vor allem bei der EM... Die deutsche Nationalmannschaft denkt sich so... Wenigstens noch ein paar Monate Zeit, nicht jedes Spiel 8-0 zu verlieren. Einige Überraschungen, denn in den letzten Monaten haben sich einige Länder... Ich will echt nicht wissen, wie die EM 2020 abgegangen wäre mit dem deutschen Team. Also, ja, gut. Favoriten hochgearbeitet, die so vermutlich kaum jemand als zukünftige Europameister vermuten würde. Da nämlich große Fußballnationen wie Italien und England, aber vor allem auch die deutsche Nationalmannschaft seit einiger Zeit im Formtief sind, rücken kleinere Staaten nach, bei denen es bei genauerer Betrachtung sehr wahrscheinlich ist, dass sie das Turnier gewinnen könnten. So sollte man nicht nur den WM-Finalisten von 2018, Kroatien, auf dem Zettel haben, einige vermuten sogar, dass die niederländische Nationalmannschaft ihren zweiten großen Titel nach 1988 holt. Seit 2014 konnten sich die Niederländer zwar nicht mehr für ein großes Turnier qualifizieren, da der Verband jedoch im Umbruch ist und viele junge Spieler nachgerückt sind, sehen viele die Elf als goldene Generation an, die die EM gewinnen kann. Krass, Holland war einfach 2016 und 2018 nicht dabei. Heftig. Weiter geht's mit einer Innovation, die das Potenzial hat, ganze Industrien zu verändern und den Menschen Millionen von Jobs abzunehmen. Es geht dabei um die amerikanische Firma Boston. Ey, ich sehe immer Videos mit diesem Ding hier und irgendwie macht es mir gleichzeitig Angst und ich finde es gleichzeitig nice. Weiß es auch nicht warum. Dynamics, die weltweit eines der führenden Unternehmen ist, wenn es um autonome Fortbewegung und Roboter geht. Viele Jahre lang war Boston Dynamics deshalb vor allem für das amerikanische Militär tätig. Mittlerweile dringt das Unternehmen aber vor allem in den privaten Bereich. So stellt die Firma nicht nur kleine Roboterhunde wie das Modell Spot her, sondern möchte 2021 auch einen Roboter namens Handle auf den Markt bringen, der in sämtlichen Logistik- und Verräumungszentren der Welt eingesetzt werden kann. Also das fände ich eine richtig schlaue Einsetzbarkeitsmethode. Da macht es auch total Sinn, sowas zu haben, finde ich. Alles, was so mega, mega eintönig ist für den Arbeiter, wo du halt durchdrehst. Ich habe ja euch schon mal erzählt, ich habe ja nicht lange in einer Fabrik auch mal gearbeitet, wo ich wirklich so Fließbandarbeit gemacht habe, also wo ich immer nur die Zeit hier rausgenommen habe und da reingetan habe und das 8 Stunden, das ist für die Leute mit meiner Psyche irgendwie nicht wirklich gut. Da drehe ich durch, ehrlich, das ist nicht gut für mich. Also ich weiß nicht, ob es manche gibt, also da war auch ein Typ, der hat das seit 25 Jahren gemacht, wo ich mir gedacht habe, Digga, how the hell, wie kannst du das 25 Jahre durchhalten? Habe ich ihn aber nicht gefragt. Ich will nicht, dass er eine Lebenskrise da am Fließband bekommt. Da sind natürlich so Roboter richtig nice. In Berichten soll es sich dabei um einen Roboter handeln, der selbstständig Pakete, Waren und Gegenstände verräumt und verpackt. Sollte es Boston Dynamics gelingen, einen solchen Roboter salonfähig zu machen, könnten somit nicht nur Millionen Arbeitsplätze wegfallen, sondern... Das ist natürlich immer die negative Seite der Medaille. ...langfristig auch der Einsatz von Robotern in der Forst- und Bauwirtschaft in Frage kommen. Ganz zu schweigen natürlich vom privaten Haushaltsgebrauch. Der ist krass hier. Ende 2020 ging eine Nachricht um die Welt, die zeigt, dass der technische Fortschritt immer schneller kommt und die Digitalisierung mittlerweile auf so gut wie jeden Lebensbereich massiven Einfluss hat. Ende Dezember verkündeten nämlich einige Medienhäuser, dass Apple an einem autonom fahrenden Auto arbeitet. Dieses Auto soll sich also nicht nur ohne Fahrer fortbewegen können, sondern auch komplett elektrisch sein, da Apple im hart umkämpften Akku- und Batteriemarkt wohl endlich einen technologischen Durchbruch erzielt hat. Okay. Zwar soll das Apple Car vermutlich erst 2024 rauskommen. Also autonomes Fahren wird sowieso noch in unserer Generation eine richtig große Sache, sage ich. Also klar, es gibt ja jetzt schon von Tesla und so und sogar mein alter Mercedes hatte das so ein bisschen. Also er konnte zumindest, wenn du Lenkassistent, Tempomat und Spurhalteassistent, diese drei anhattest, konntest du das Lenkrad auch mal loslassen und er hat alles von selber gesteuert. Aber es ist natürlich nicht ansatzweise so, wie zu sagen, hier fahr mich dahin, du pennst 5 Stunden im Auto, wachst auf und bist da. Guck mal, wie groß das noch in unserer Generation werden wird. Ich sage, das wird größer, als wir denken. Einige Analysten erwarten aber, dass es dieses Jahr konkretere Infos über das Apple Car und sogar erste Prototypen geben könnte. Diese Meldung machte aber auf eine weitere Sache aufmerksam, nämlich dass autonomes Fahren schon 2021 immer mehr zur Regel werden wird.
So soll Tesla laut Berichten bald die Möglichkeit anbieten, ein monatliches Abo zu buchen, das das Auto auch ohne menschlichen Einfluss fahren lässt. Jeder Besitzer eines Teslas kann sich dann immer, wenn er will... Ich sage euch aber eins, es ist erstmal so creepy, weil, Digga, du denkst, das kann auch nie im Leben klappen, was hier gerade passiert. ...eine Software runterladen, mit der das Auto von selbst fährt. Insgesamt wird damit ein Trend befeuert, der wohl schon in einigen Jahren komplett Realität sein wird. Nämlich, dass so gut wie alle Autos, auch die von deutschen Herstellern wie VW oder Daimler, ohne menschliche Bedienung, also vollkommen autonom, fahren werden. Nachdem wir euch nun die technischen Fortschritte für 2021 gezeigt haben, kehren wir für die Nummer 3 zurück in die Natur. Und zwar wird es am 19. November ein Spektakel geben, das immer wieder für staunende Zuschauer sorgt. An diesem Tag soll es nämlich eine seltene Mondfinsternis geben, bei der der Mond in einer Linie mit der Sonne und der Erde steht. Auf der Nummer 2 kommen wir zur... Okay, der Punkt war jetzt nicht so spektakulär. ...wichtigsten politischen Veränderung, die Deutschland 2021 erwartet. Die Wahl. Und zwar die Bundestagswahl am 26. September. Diese Wahl wird vor allem so besonders, weil es das erste Mal seit 16 Jahren einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin geben wird, da die aktuelle Regierungschefin Angela Merkel ange... Dann ist nicht mal Merkel macht Shisha auf, sondern wer anders macht Shisha auf. Oh Mann, ey, ich liebe diese Memes, Alter. ...kündigt hat, nicht mehr anzutreten. Und obwohl die Wahl nur noch wenige Monate entfernt ist, gibt es noch keine klare Prognose, wer der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin wird. Die größten Chancen hat laut Umfrage jedoch der Vorsitzende der CDU. Allerdings streiten sich momentan sowohl Friedrich Merz und Armin Laschet als auch Norbert Röttgen um die Parteispitze. Da noch nicht abzusehen ist, wer von ihnen die interne Wahl gewinnen wird, rechnen einige aber vor allem dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gute Chancen auf die Kanzlerschaft zu. Zwar hat Söder sich noch nicht dazu geäußert, es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass er sich nach der Wahl des CDU-Vorsitzes als gemeinsamer Kandidat für die CDU und CSU ins Spiel bringt. Allerdings ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass es zum ersten Mal einen Kanzler geben wird, der nicht von der CDU oder der SPD gestellt wird. Vor allem bei jungen Wählern liegen aktuell nämlich die Grünen sehr weit vorne. Mit Robert Habeck und Annalena Baerbock stehen ihnen außerdem charismatische Parteispitzen vor, die nicht zu verachtende... Ich glaube auch, die Grünen werden also die nächsten Jahre richtig, richtig groß werden. Richtig groß. ...Chancen auf Deutschlands mächtigstes Amt. Waren ja schon eine Koalitionspartei damals unter Schröder, aber ich denke mal, das wird nochmal ein ganz anderes Level. Vielleicht sogar, stell ich mal bitte vor, eine absolute Mehrheit oder so. Das wäre schon heftig. Also, das ist hier absolut nicht wertend in irgendeine Richtung. Ich fände es nur heftig, weil ich es noch nicht erlebt habe. Auf der Nummer 1 kommen wir abschließend nochmal zu einem großen Ereignis, auf das viele Menschen 2020 sehnsüchtig gewartet haben. Da das letzte Jahr nämlich massiv von der Gesundheitskrise geprägt und das öffentliche Leben größtenteils eingeschränkt... Ich sage immer wieder, stellt euch bitte einfach mal vor, diese ganzen Bilder hätten wir vorher gesehen. Wir hätten gedacht, aha, aber doch nicht in unserem Leben, oder? ...kam es für die meisten als erlösende Nachricht, dass seit Ende letzten Jahres die ersten Menschen geimpft werden. Laut einigen Prognosen könnte es deshalb sogar schon im Frühsommer soweit sein, dass das Leben von vor der Krise wieder zur Gewohnheit wird und man ohne Sorgen ins Fußballstadion oder auf Konzerte gehen kann. Ey, diese Vorstellung, Leute. Ich muss dazu auch noch eine Kleinigkeit gleich sagen. Da mittlerweile täglich mehrere tausend Menschen in Deutschland geimpft werden, ist es also nur eine Frage der Zeit, bis alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Wann dies jedoch genau passiert und wie weit wir in einem Jahr sein werden, ist noch nicht abzusehen. Leute, ich bin ehrlich, ne? Ihr wisst ja vielleicht, dass Sonny und ich die Maßnahmen alle extremst ernst nehmen. Also dass ich habe seit Anfang November, wie gesagt, habe ich glaube ich in einem der letzten Videos schon mal gesagt, habe ich glaube 3 andere Personen außer Sonny gesehen. Also Sonnys Familie habe ich gesehen und einen Freund. Und das ist halt einfach wirklich komplett crazy. Und bei mir ist wirklich so, jeder Tag ist exakt gleich, wirklich von Minute zu Minute und langsam drehe ich ehrlich durch und ich würde mich so freuen, wenn das so schnell es geht, alles wieder funktionieren würde. Ich hoffe, dass alle an allen Maßnahmen festhalten, das sage ich hier schon mal. Also ich würde mich freuen, wenn ihr auch da diesen Kampf mitkämpft, weil letztendlich ist es der einzige Weg, dass wir alle zusammenhalten, dass diese Sache sich möglichst schnell erledigt und ja, ich bin einfach so hyped drauf. Echt, stellt euch mal vor, ins Fußballstadion. Ich werde alles machen, was ich früher nicht gemacht habe. Ich gehe zum Basketball, ich gehe zum Eishockey, ich gehe zum Fußball, ich gehe da, alles am selben Wochenende. Ich schwör's euch. Ich wünsche euch was, Freunde. Habt einen schönen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Video. Bis morgen. Also bleibt sauber, bleibt gesund. Haut rein. Ciao, ciao.